You get along alone so swell. Is this a shadow on your heel? Go, go, reconstitute yourself. Know you had yourself a deal. The boy showed you the book on fame and wealth. Didn't let you break the seal. Herzlich willkommen beim Kanal 21. Backstage. Mein Name ist Frederik Collins und ich begrüße hier herzlich den lieben Julian Rybarski von der Band Rybarski. Hallo Julian. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Das ist schön. Gelsenkirchen mitten im Herzen des Ruhrpotts. Was verschlägt euch denn sonst noch? In welche Gegenden? Eigentlich überall. Es gibt uns jetzt seit 4 Jahren und ich habe jetzt mit dieser Formation eigentlich schon bundesweit überall gespielt. Das heißt, du trittst immer wieder auch mal in anderen Formationen auf. Mhm. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Band Rybarski im Teil eben sehr, sehr groß werden kann. Wir haben Arrangements, die auch mehrere Bläser, bis zu 4 oder 5 Bläser plus Percussion zusätzlich zu der Band, mit der wir heute hier sind, auftreten. Und das ist immer die Frage, ist die Bühne groß genug? Gibt das Festival oder der Club das her, dass wir mit so vielen Leuten da hinkommen? Die Logistik ist eine Frage. Und natürlich, da wir Profimusiker sind, auch immer die Frage, hat auch jeder Zeit? Und vor allen Dingen, wenn das jetzt Leute sind, die zusätzlich noch dazukommen, dann haben die natürlich nicht immer Zeit, weil wir die nicht immer fragen und die dementsprechend sich ihre Zeit dann frei machen müssen, weil die nicht die ganze Zeit uns auf dem Schirm haben. Aber die kleinsten Gigs, die wir gemacht haben, waren mit zwei Leuten und die größten müssten 12 gewesen sein. Du legst sehr hohen Wert, beziehungsweise die Band legt sehr hohen Wert auf Songwriting im Bereich Soul, Rhythm and Blues sowie Pop. Was interessiert dich besonders an dieser Form von Arrangement und was inspiriert dich dazu? Zunächst mal empfinde ich eine Band immer als Klangkörper, das heißt, welche Möglichkeiten haben wir mit der und der Besetzung oder mit einer größeren und auch kleineren Besetzung. Und diese Stilistiken geben einfach sehr, sehr viel her. Das heißt, da wird auch sehr viel auf Details geachtet und sehr viel eben auch tatsächlich auf die Arrangements. Also die Bläser kommen nicht dazu und das heißt irgendwie, ach ja, komm, das ist die und die Tonart, mach mal was, sondern das ist schon ganz klar, wo die spielen, wo jedes Instrument, nicht nur die Bläser reinkommen, wo die Gesänge reinkommen. Das ist alles sehr, sehr kleinteilig arrangiert, um am Ende eben genau den Song zu ergeben. Das hängt am Ende des Tages nicht so sehr vom Zufall ab, sondern tatsächlich davon, den Song im Kopf zu hören und dann das umzusetzen. Und das ist eine Musik, die sehr viel Spaß macht zu spielen, die teilweise sicherlich nicht so im Fokus steht, wenn es darum geht, oh, kann man jetzt hier super virtuos spielen. Wir merken immer dann, wenn wir mit Subs arbeiten, das heißt, irgendjemand von der Kernbesetzung kann nicht und es muss jemand reinkommen, dann merken wir immer, dass das, was wir für total klar halten, in den kleinen Teilen irgendwie doch ein bisschen filigraner ist, als wir denken. Das letzte Album Slender, Libel and Love, was ihr gerade herausbekommen habt, lädt die Freunde von zeitgenössischer Popmusik dazu ein, eure Konzerte zu besuchen. Wer bestimmt auf euren Konzerten eigentlich die Show? Seid ihr das oder sind das letztendlich doch die Leute aus dem Publikum? Das sind erst immer wir und dann ist es das Publikum. Aber es ist bei den besten Konzerten eigentlich immer beides. Es ist häufig so, dass wir gebucht werden und einige Leute kennen uns, gerade auf Festivals. Einige Leute kennen uns und einige Leute kennen uns nicht. Und wir merken einfach dadurch, dass wir wirklich Show machen, wir warten nicht darauf, dass was passiert. Also wir haben auch wirklich
Choreografien für die Gesänge und so weiter. Und wir bewegen uns auch. Und an dem Punkt merken wir dann immer, okay, das gibt einen Funken, der überspringt, auch bei Leuten, die uns nicht kennen. Und dann wird's halt spannend, dann wird's richtig gut, weil wir merken, dass da Energie zwischen beiden Polen hin und her fließt. Und das macht Spaß. Das ist das Schöne. Grundsätzlich machen wir auch dann Show, wenn alle vor der Bühne stehen und nichts machen. Aber das passiert nicht so häufig. Eure Musik ist ja jetzt nicht nur in absehbarer Zeit hier über den Kanal 21 zu hören. Wo kann ich letztendlich unter anderem das aktuelle Album überall hören, beziehen? Tatsächlich eigentlich, nee, nicht eigentlich, überall, wo man sich solche Alben holt. Alle Download- und Streaming-Portale haben das. Die gängigen Plattenläden haben das. Das ist in einem großen internationalen Vertrieb. Also das kriegt man wirklich überall. Und es ist auch überall zu bestellen, wenn es jemand nicht hat, einfach Bescheid sagen. Es ist ganz normal zu bestellen, da muss man auch nicht lange suchen. Das kriegt wirklich jeder Laden rein. Und ja, wenn man sich das jetzt im Internet bestellen möchte, dann geht das auch. Das ist auch überall da, wo man gucken kann. Ihr habt ein eigenes Portal, wo man das... Wir haben auch ein eigenes Portal, das kann man bei www.riberski.de auch bestellen. Da gibt es jetzt momentan das Weihnachtsangebot. Kann man auch machen. Ja, also überall, wirklich überall da und natürlich auch bei unseren Konzerten, das ist klar. Aber es ist wirklich nicht schwierig, dran zu kommen. Ich freue mich für deine offenen Worte und für dieses nette Gespräch. Hiermit wünsche ich euch, die ihr da vor den Bildschirmen sitzt, viel Spaß mit Riberski. Und tschüss.